Yo Boys und willkommen zu einem neuen Video auf dem Channel Deep 7. Heute werden wir mal ein bisschen darüber quatschen, was Age of Empire 4 alles haben muss bzw. nicht haben sollte, um ein richtig geiles Spiel zu werden. Dazu haben wir uns natürlich ein paar Gedanken gemacht und auch geschaut, was die Community sich so wünscht. Und falls euch jetzt noch irgendwas einfällt, ja, dann schreibt es doch mal einfach unten in die Kommis. Vielleicht kann man darüber ein bisschen diskutieren. Und vielleicht kann man sowas sogar noch auf Twitter posten. Ich meine, das ganze Spiel ist auch noch in der Entwicklung. Und Relic nimmt sehr gerne Feedback entgegen. Wir befassen uns ja schon ein bisschen mit der Age of Empires Reihe. Das war, soweit wir uns erinnern können, auch das erste Game, was wir Multiplayer online gezockt haben. Damals, als wir gerade frisch aus dem Kindergarten gekommen sind und gedacht haben, die Welt ist friedlich. Damit kommen wir auch mal gleich zum ersten Punkt, den das Spiel haben sollte und was wir bei den bisherigen Teilen sehr zu schätzen wussten. Und zwar kein Pay-to-Win. Das ist so ein Punkt, den man in den neueren Games gerne nutzt, um mehr Cash zu machen. Aber ganz ehrlich, das stinkt. Wenn man mit dem Geld einen Vorteil kaufen kann, wie zum Beispiel exklusive Heimatstadtkarten oder eine besondere Einheit, höheres Level oder bestimmte Gebäude, dann wird das ganze Spiel einfach zerstört. Das ist dann auf maximalen Gewinn und minimale Spielzeit ausgelegt. Die Freude am Leveln ist dann einfach weg. Über kosmetische Sachen lässt sich natürlich immer streiten. Einige finden es besonders toll, einen bestimmten Avatar oder eine andere Farbe zu haben und anderen ist es wieder komplett egal. So ganz geil wäre das nicht, dann sollen sie doch einfach beim Spielkauf 5 Euro mehr verlangen und gut ist. Ein weiterer wichtiger Punkt sind natürlich wieder die Nationen. Es sollte keine übertrieben starke Nation geben, mit der man alles platt macht. Zum Beispiel jetzt bei Age of Empire 3, Azen Dynasties, gab es ja eine Heimatstadtkarte, dass Kassahyre bei den Franzosen ziemlich stark sind und die waren dann auch wirklich sehr stark. Also klar, man kann dagegen auch Antikaff machen und alles, aber es sollte halt gut gebalanced sein. Oder auch zum Beispiel die Spanier bei Age of Empire 3, die wurden fast nie gezockt, weil die einfach kacke sind. Insgesamt muss es einfach gut gebalanced sein, weil das ist einfach eines der wichtigsten Sachen. Was auch natürlich wieder geil wäre, wenn wir eine große Auswahl an Nationen haben und jeder hat so ein bisschen ihren eigenen Charakter mit verschiedenen Truppen oder Gebäuden. Auch wenn man wieder aged, dass man vielleicht verschiedene Wunder bauen kann oder solche Sachen. Das würde auf jeden Fall Abwechslung bringen. Wir gehen eigentlich davon aus, dass Age of Empire 4 im Zeitstrahl fortgesetzt wird, aber man weiß es nicht. Wir haben eine Videoreihe gestartet, die heißt Age of Waiting und dort bringen wir alle neuen Infos zu Age of Empire 4 raus. Direkt, wenn irgendwo was veröffentlicht wurde, machen wir ein Video dazu. Also falls ihr Bock habt, könnt ihr einfach mal reinschauen. Ja, und wenn sich ein Entwicklerteam jetzt schon mal so viel Mühe gibt und ein gutes Strategiespiel entwickelt, dann sollte es auch die Möglichkeit geben, E-Sport und Ligen zu betreiben. So etwas hält immer den Spielspaß und würde dem Teil sehr gut tun. Gerade weil man sich dauerhaft messen kann und im Levelsystem auf- und absteigt. Ich könnte mir zwar schlecht vorstellen, dass Age of Empires 4 so eine große E-Sport-Szene wie Fortnite oder LOL bekommt, aber wenn es Turniere bzw. Ligen gibt, wo Pros gegeneinander antreten und das Ganze gestreamt wird, wäre das auf jeden Fall ziemlich geil. Eben auch das System muss plump gesagt mehr als nur 3 Level haben und darf nicht schon nach 3 Tagen durchgezockt sein. Da gibt es ja wieder diverse Spiele, bei denen das der Fall war. Um wieder etwas zum Tüfteln zu haben, brauchen wir wieder Heimatstadtkarten. Ohne Witz, die haben dem Spiel sowas von einem taktischen Push gegeben, dass man bis in alle Ewigkeiten an dem perfekten Deck für eine bestimmte Karte und einen individuellen Gegner schrauben konnte. Auch, dass man die einzelnen Slots erst freispielen musste und mit der Erfahrung neue Karten kaufen konnte, war einfach gut durchdacht. Und es sollte natürlich wieder neutrale Gebäude geben, die man erobern kann und dann dadurch verschiedene Vorteile hat. Vielleicht kommt ja sowas auch irgendwie in einer ganz anderen Form, was wir bisher gar nicht erwarten. Was auch ganz interessant wäre, ist, wenn wir vielleicht eine neue Rohstoffquelle bekommen. Eine, die vielleicht stärker ist als die normalen und mit der man dann irgendwelche Special-Sachen starten kann. Aber Leute, mal ganz abgesehen von all dem Scheiß, die größte Diskussion in der Community ist aktuell einfach, in welchem Zeitalter wird Age of Empire 4 spielen. Es gibt Vermutungen, dass es in der Zukunft spielt oder vielleicht im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Einige könnten sich auch das alte Rom wieder vorstellen. Aber Leute, mal ganz ehrlich, vor allem nach dem Trailer, den wir kennen, glauben wir einfach, dass der Zeitstrahl von Age of Empire 3 fortgesetzt wird. Ihr merkt schon, Leute, es gibt viele Ideen und Inspirationen. Man kann das eigentlich alles bis ins Unendliche treiben, aber wichtig ist einfach, dass der Spielcharakter nicht verloren geht. Das schnelle taktische Aufbauen, dass man so viele verschiedene Strategien gegen unterschiedliche Nationen spielen kann und dass es einfach fair gebalanced ist. Keine Nation, Einheit oder Rohstoffquelle, die zu OP ist. Oder, was am schlimmsten wäre, verkacktes Pay-to-Win. Das muss einfach so bleiben. Ja Leute, was habt ihr denn noch so für Wünsche und Ideen? Schreibt es doch einfach mal bei uns unten in die Kommentare. Und bis dahin, Leute, das war Deep 7, macht's gut. Und bis zum nächsten Video, haut rein, ciao.